Ja, und damit heiße ich euch ganz herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Witcher 3 Part 3. Ja, ich nehme an, Chris hat euch das alles schon ein bisschen erzählt, dass hier nicht so viel kam. Und ja, wir waren mal nicht stehen geblieben, hier mit Gaunter Udum zu reden. Mal gucken, was er zu sagen hat. Dude. Ach, jetzt. Ich suche eine Frau. Wie jeder. Nicht wie jeder und nicht irgendeine Frau. Meine riecht nach Flieder und Stachelbeeren und ist schwarz-weiß gekleidet. Zwei Schnäpse. Der wird deine Stimmung heben. Ich würde mal sagen, wir sind jetzt mal ganz nett und sagen gut, ich trinke was. Gut, ich trinke was. Können wir zur Sache kommen? Hast du sie gesehen oder nicht? Jennifer von Wengerberg? Gut, dass die Schnipsel in so einem Ihren Namen habe ich nicht gesagt. Aber du hast sie perfekt beschrieben. Und was ich mal gehört habe, vergesse ich nie mehr. Kann nichts dafür. Ich würde mal sagen, woher kennst du sie? Weil wer ist, ist mir nicht egal. Woher kennst du Jennifer? Welch eine Frage. Aus Meister Rittersporns Balladen natürlich. Andere Möglichkeiten hat ein bescheidener Kaufmann nicht, mit wahrer Größe in Berührung zu kommen. Sofern er nicht so viel Glück hat wie ich, heißt das. Und auf einen äußerst geduldigen Hexer stößt? Auf Geralt von Riva selbst, den Schlechter von Blaviken. Okay, wo ist Jennifer? Ist, glaube ich, viertens weiter. Aber, ja, das nehmen wir mal direkt. Hast du Jennifer gesehen? Verzeih mir, aber ich muss fragen. Geht es um die Liebe? Das geht dich nichts an. Geht dich nichts an. Ja, ich als Vagabund verdiene keine Erklärung. Was weißt du? Sag's mir. Bevor du kamst, wäre ich nie auf die Idee gekommen, dass das Jennifer war. Wer hätte ahnen können? Komm zum Punkt. Ein nilfgaardischer Späher der örtlichen Garnison hat sie gesehen. Wo? Bei ihrem Lager. Sie ist da reingeritten, mitten in der Nacht, schwarz-weiß, Stachelbeeren und, ja, ich weiß, sie hatte einen harschen Austausch mit dem Garnisonskommandanten und ist davon geprescht. Wohin? Ich bin nicht allwissend. Frag in der Garnison. Danke. Wir Männer der Straße müssen zusammenhalten. Vielleicht bin ich eines Tages in Schwierigkeiten und du bist in der Nähe und kannst helfen. Gut, das heißt, wir müssen jetzt wahrscheinlich in die Garnison. Also Garnison. Frage die Nilfgaarder nach Jennifer. Ja, das habe ich mir jetzt auch gedacht. Das heißt, wir verabschieden uns hier. Gute Frau, danke für alles. Elsa, Elsa ist das nicht die von... The snow blows right in the mountain tonight. Hier, Frozen. Ist das nicht die alte? Na, ist ja auch egal. Gut, ja. Hinaus! Oh. Ausgetrunken! Mhm. Dann verpiss dich! Wir wollen deinesgleichen hier nicht. Lass das, nee. Wir sind cool. Ich wäre sowieso nicht lange geblieben. Vielleicht nicht. Vielleicht bleibst du aber auch für immer. Unter der Erde. Irgendwie haben die gar nichts drauf, Alter. Und der macht nicht mehr was. Der backt dann nur so rum. Sohn einer Ziege! Ey, Leute, was ist das denn jetzt? Das backt. Ich nehme an, wir haben die jetzt besiegt. Okay, das wird automatisch gespeichert. Der Monster tötet. Irgendwie habe ich... Gut, wir gehen weiter. Das ist eigentlich unser Kumpel, ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe so lange nicht mehr gespielt. Gut. Du Ärger? Sind hier eigentlich jetzt alle? Mit mir? Ich glaube nicht. Ich heiße jetzt Dervan. D-E-R-V-A-N. Nicht Goidemar. Ich gehe mal wieder bei diesen Missionen weitermachen. Ich gehe einfach mal hinterher, mal gucken, was das ist.
Vielleicht können wir da was rausfinden. Hä? Kaust du die oder schluckst du die ganz runter? Bevor wir uns jetzt hier mit irgendwelchen Nebenquests oder mit Blätter sammeln. Oh, nice. Da ist ein Pferd. Ist das unser Pferd? Ich weiß es nicht. Wir gehen mal rauf. Das sind wir ja schon. Die Schwarzen sorgen jetzt für Frieden. So, ich muss Galopp machen. Okay, wir folgen mal dem Pferd da oben. Ich hoffe, das ist richtig. Wir haben 8.47 Uhr und das ist klar. Nice. Gut. So, wir hätten da runter gemusst. Ich, verdammt, kann mich da nicht springen. Los, los! Ein Ort der Macht. Ich sollte Kraft daraus ziehen. Okay. Was ist das denn? Die Ding hier. Verdammt, Alter, ich wette, der tötet uns, das nämlich schon Level 7. Das ist, glaube ich, hier, was ich. Ich habe mir so ein paar random Gameplays angeguckt. Und das war, glaube ich, da so, dass diese Statuen einem irgendwie hinterherkommen oder so. Wenn ich mich recht entsinne. Laufplätze! Ist das hier? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall erinnert mich das voll daran, das ist ein bisschen gruselig. Gut. Wir müssen aber sowieso daran vorbei. Habe ich eigentlich ihn jetzt getötet? Ich weiß es gar nicht. Naja, das ist ja auch egal. Wir sind wieder auf dem Weg und galoppieren voran. Und wir haben, scheiße, wir haben nur noch halbe Gesundheit. Kann ich denn hier Karte, Quest, Charakter, Alchemie? Nee. Kolossar, Quest, Charaktere. Kann ich irgendwie... Nö. So ist gut. Kann ich den Inventar öffnen? Ich weiß das gar nicht. Beweg dich! Da oben hängt einer. Wir folgen mal hier. Den Reitern. Okay, nein, ich wollte nicht. Das wollte nicht so lange. Ach, verdammt, ich reite falsch. Sind die das hier? Nee, dann müssen wir weiter. Frage, die von Jennifer. Na gut, das heißt, sie müsste hier lang gelaufen sein. Beziehungsweise hier müssen die. Und das wird ihre. Aber ich bin vergiftet. Okay. Wahrscheinlich waren das solche Gifttiere. Ich bin sowieso gleich tot, ich weiß gar nicht. Ich kann doch bestimmt irgendwie was essen. Quest, Charakter, Alchemie. Ach, Inventar. Gut, Achso, jetzt ist hier erstmal. Ach, wir sind noch sozusagen im Tutorial. Tutorial. Waldkauz. Ich würde mir erstmal hier so eine Hähnchenkeule reindrücken. Wie kann ich denn das jetzt eigentlich essen? Gegenstand sortieren, wegverbrauchen. Soll ich erstmal alles trinken gegessen? Okay, es steigt. Ist ein bisschen blöd, dass ich nicht sehen kann, wie weit die Anzeige steigt am Anfang, aber das ist nicht so. Ich kann bestimmt irgendwie auch so essen. Wieder auffüllen von Gegenständen, okay. Finster und übel riechend. Na, ich habe ja ein bisschen was dazu bekommen. Ich habe gerade eine neue Gegend geladen, Alex, mal ein bisschen. Aber hier sind wir, glaube ich, richtig. Dann steige ich mal ab. Absteigen. Chef. Ich spring. Gut, dann werde ich mich hier nicht aufhalten mit den Leuten, sondern erstmal direkt hier hochgehen. Mal gucken, was das so sagen. Oh, das ist ein schönes Bild. Das nehme ich mal als Thumbnail. Mal sehen hier, Freunde. Und ich muss ihn irgendwie aus dem Bild bekommen. Verdammt. So. Und das nehmen wir jetzt. Thumbnail, das ist schön. Okay. Weiter geht's. Der Kaiser wird uns führen. Ja, okay, wir sind da. Militärlager. Kein Zutritt ohne ausdrückliche Erlaubnis des Garnisonskommandanten. Sehe ich wie ein Anwohner aus?
Du siehst nach Problemen aus. Ganz falsch. Ich löse Probleme. Ich bin ein Hexer. Ein Hexer? Hauptmann Peter Sarg Winlewe ist im Turm. Hinterm Tor rechts abbiegen. Siehst du, du kannst auch höflich sein. Habt ihr Arbeit für mich? Na, ich würde sagen, wir nehmen erstmal. Na, ihr Schwarzen seid ja gar nicht so schlimm. Ihr könnt sogar nett sein, wenn ihr wollt. Gewöhn dich nicht dran, Nordling. Zum Turm! Öffnen Sie uns jetzt das Tor? Jawohl, wir sind drin. Sieht ja ein bisschen aus wie bei Dragon Age Inquisition. Da ist der Turm, da müssen wir hin. Erinnert mich hier ein bisschen an der Hobbit. Da, wo Gandalf hier gegen diesen Azog der Schinder, da wo der so herkommt. Aus diesem Loch, wo das immer gekrochen ist, da wo er ist. Okay. Wir wollten in den Turm gehen. Können uns aber auch noch ein bisschen umgucken hier. Hier ist die Schmiede, mal gucken. Achso. Gebesserte Waffen. Okay. Ey, warum muss ich denn jetzt gegen die kämpfen? Ich wollte. Gut, ich bin tot. Ich wollte. Ach, weil ich die beklaut habe. Ups. Na gut, das war vielleicht ein bisschen blöd. Du hast Geld verloren. Aber gut, dass ich hier spawne. Okay, ich habe wieder Full Life. Ich glaube, mit umgucken ist hier nichts. Na gut, ich gehe erstmal rein. Wir wollen ja weiterkommen. Wie viel Korn gibt euer Dorf? Was immer die Exzellenz wünscht. Sieh meine Hände an. Guck hin. Siehst du die Schwielen? Das sind nicht die Hände einer Exzellenz, sondern die eines Bauern. Also reden wir von Bauer zu Bauer. Wie viel könnt ihr geben? 40 Scheffel. Es wäre mehr, Herr. Aber die unseren, ich meine, die Temerier haben uns ausgenommen und... Ihr gebt 30 und das reicht. Einigen wir uns darauf. Und ich will den Transport bald sehen. Danke, Herr. Danke vielmals. Ich habe nur den Dorfältesten und den Schmied Willis bestellt. Und der ist angeblich ein Zwerg. Der bist du nicht. Dafür bist du zu groß. Ich kann das nicht leugnen, wo ich herkomme. Sehr aufmerksam von dir. Geralt von Riva, Hexer. Ah, wat gern. Deswegen habe ich deine Schritte nicht gehört. Und was suchst du? Yennefer von Wengerberg. Wohin wollte sie? Das ist Militärgeheimnis. Du hast mich noch nicht rausgeworfen. Du hast die Wache nicht gerufen. Also sag es, was ist dein Angebot? Wir haben einen Greifen in der Gegend. Erschlag ihn, dann werde ich sehen, was ich tun kann. Abgemacht. Abgemacht. Ein paar Fragen vorweg. Weißt du, wo der Greif sein Lager hat? Zuerst hielt er sich beim Fuchswald auf. Ich habe eine Patrouille hingeschickt. 5 junge Männer. 2 Tage später hat sie einen Jäger gefunden. Ich habe sie nur an unserer Rüstung erkannt. Seitdem ist der Greif dreist geworden. Greift in Dörfern an, auf Feldern, auf der Hauptstraße. Das heißt, er hat sein Lager verlassen. Ich muss ihm eine Falle stellen. Du klingst, als wäre das nicht einfach. Was brauchst du? Ich brauche ein bestimmtes Kraut. Ich brauche Informationen. Ich glaube, wir sollten ihn dann vergiften. Deswegen habe ich, glaube ich, das mit dem Kraut ist doch eine gute Sache. Ich brauche einen Köder. Ein bestimmtes Kraut. Kreuzdorn. Kreuzdorn? Das kenne ich nicht. Aber ich kann die Gemeinsprache noch nicht gut. Aber die Grundlagen hast du bestimmt drauf. Hände hoch. Tötet sie. Nein, ich habe mit Sprichwörtern angefangen. Spiel nicht mit dem Feuer zum Beispiel. Geh zu Tumira, der Kräuterfrau. Sie wohnt bei der Kreuzung. Sie wird dir weiterhelfen. Okay. Dann brauchen wir anscheinend noch ein bisschen mehr Informationen über den Greif. Ich brauche mehr Informationen über den Greif. Welches Geschlecht er hat,
warum er sein Lager verlassen hat. Willst du mit Zeugen reden? Die würden mir nicht sagen, was ich nicht schon weiß. Ich muss hin, wo deine Männer gestorben sind und mich umsehen. Wie heißt der Jäger, der sie gefunden hat? Mislav. Er hat eine Hütte südlich des Dorfs, direkt am Wald, sehr hilfsbereit, aber auch ein bisschen seltsam. Okay, dann beenden wir das Gespräch und gehen los. Bis dann. Tomira und Mislav. Danke. Esorn Jagten. Alles klar. Wir haben jetzt eine neue Quest. Wir müssen jetzt den Jäger nach dem Fundort der Leichen fahren und die Kräuterfrau nach Kreuzdorn. Achso, kann ich die Plätze wechseln? Okay, die Kräuterfrau ist da. Da, okay, also sozusagen beide. Beide sind ungefähr auf dem gleichen Weg. Aber Freunde, ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Ich gehe mal hier kurz vorne hin. Was soll das? Das wollte ich nicht. Es Sege in Avian. Das spricht eine andere Sprache. Okay. Gut, warte, wir können nur sprinten. Okay, nice. Okay, wir müssen jetzt auf jeden Fall in die Richtung. Da müssen wir hin, in die Richtung. Das machen wir bei den letzten der nächsten Folge, Freunde. Ich würde sagen, bis dann, noch einen schönen Tag und haut rein. Ciao, ciao.